Selbst sogar mir bei Super Cyborgs in die Six so angezockt. Zeigt da im Video, hier sind mehrere verschiedene Videos zusammen. Halt, Endgegner zeige ich. Ich zeige sogar den besten Abspann. Also ihr gebt es hier auf Easy, normal, auf 8. Halt. Und auf 8 kriegt man den ersten Abspann. Den richtigen Abspann, wo man noch die Gegner am Ende sieht, die Endgegner. In so einem Video wie bei Super Mario World. So, jetzt hat man hier ist der Robotector, Contra. So, jetzt kann man hier zwei Versionen von den Robotern da holen, von den Cyborgs. Und kann man die Farben verändern, hat man gerade gesehen, so weiter. So, hier hat man normalerweise hat man nur 4 Leben. Und bei jedem Level gibt es quasi einen Checkpoint ungefähr in der Mitte des Spiels. Halt, also vom Endgegner oder was. Meistens halt. So, in der ersten Welt müssen wir einen Endgegner töten, im zweiten auch einen. Und ab der dritten gibt es Miniboss, also zwei Gegner. Vierten auch, in der fünften Welt auch. Und dann die sechste Welt wieder nur einer. Und dann gibt es noch die siebte Welt, das ist die letzte. Das sind, das sind quasi, ich würde sagen, vier hintereinander. Also, ja. Oder einer, der drei Phasen hat. Und dann halt der letzte. Ja, manche Endgegner, die haben so ein paar Phasen. Also, ich knall da ein paar Mal auf die drauf. Und dann, machen die auf einmal was anderes und die sehen anders aus und so ein Kram. Das gibt auch öfters. So, hier, einzige Stelle hier, wo man Wasser, das man sich bücken kann, das kennt man ja. Hier vom NES, ne, die haben nichts geklaut vom Original, ne, kein Stück. Quasi ist fast hier, die Geschütztürme kommen sogar auch gleich, auch alles gleich. Die Schüsse sind sogar auch alle fast gleich. Ja. Naja, sobald man Level packt, speichert automatisch. Dann startet man auch mit den Leben, die man noch hat. Also, das heißt, wenn man jetzt noch eins übrig hat oder null, gerade den Level gepackt hat, ist aber egal. Lässt mich einfach hier Game Over gehen, also Continue und dann, da hat man wieder 4 Leben. Also, dann ist egal. Da kann man sogar auch machen, wenn man bis zum Checkpoint kam. Und nach dem Checkpoint nochmal kaputt gehen. Da geht auch, dann fängt man beim Checkpoint wieder an, also der Hälfte des Levels. Und hat man trotzdem wieder seine 4 Leben. Continuous hat man endlich. Ist egal welche Schwierigkeitsstufe. Gut, wenn man jetzt hier auf normaler Facht macht, da sind die Gegner schneller und noch viel mehr Gegner und sonst ein Kram. Naja, kennt man aber hier alles. Die kommen auch meistens von hinten, von vorne. Und wenn man jetzt nach hinten guckt, die kommen auch immer wieder neu. Also je nachdem, an welche Stelle kommen die wieder neu. Ja, das ist der kurze Schuss, der Streuschuss. Da gibt es noch Laser, so ein Elektroball, Maschinengewehr und der normale Schuss. Da muss man für eine Trophäe nur mit einem normalen Schuss packen. Manche Trophäen irgendwie reagieren nicht. Also ich hatte das schon mal probiert, hier zweimal hintereinander muss man packen. Auf derselben Schwierigkeitsstufe. Kann man ja auch sogar mit Sheets machen. Sheets zeige ich dann wohl noch. In der Mitte des Videos zeige ich so einen Zettel, wo ich das gemacht habe. Und ganz am Ende des Videos ist das reguläre. Wenn man auf 8 durchpackt, dann steht er nämlich auf einmal. Dann stehen die Sheets da, wie man eingehen muss. Halt, so. Das zeige ich dann noch. Und wenn man jetzt hier erstmal auf Easy durchpackt, kriegt man erstmal, gibt noch eine Person, noch einen Typen. Ja, hier kann man sich den Bunker sogar reinstellen, wird noch gar nicht getroffen. Und normalerweise steht man unter dem Auge und schießt. So, also gibt es hier, eine dritte Person gibt es noch. Und das quasi als Human, als Mensch. Also sieht so aus wie so ein Silvester, so irgendwie so ein Rambo. Wie ein Contra, so sehen die halt aus. Aber letztendlich, da muss man nur einmal den benutzen, gerade einmal mit dem spielen und dann kriegt man auch eine Trophäe. So, ich habe auf normal gepackt, auf hart, auf alles. Wenn man auf normal packt, dann kriegt man erstmal diesen Musiktest. Also kann man später im Hauptmenü gibt es, da kann man dann bei den Einstellungen kann man irgendwo diesen Musiktest machen, also quasi die Geräusche hier, Peng, 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 wenn sie sich am Schießen sind oder irgendwas anderes machen, Schuss aufladen. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Lieder von den Levels, also zwei Ordner. Und die müsste man sich eigentlich anhören für eine Trophäe. Tja, hat bei mir noch nie reagiert, dass ich das kriege. Ich habe alle Lieder, alles gemacht, keine Ahnung.
Manchmal reagieren die Trophäen halt nicht. Das ist wahrscheinlich nur bei mir so, ich weiß nicht. Gut, so viel fehlt mir auch nicht mehr. Ich habe ja 70-80% war das. Ja, hier gibt es hier noch so kleine, stärkere Gegner. Levels sehen ziemlich cool aus. Halt, also mir hat das richtig Spaß gemacht, da. Ich finde, das ist so ein Top-Spiel, definitiv. Da hat er doch, was, 7 Euro kostet. Und ungefähr ein Geek, 3, 4, 500 MB, mehr hat das nicht. Und ja klar, gut, ist alles geklaut hier, NES. Super Nintendo, Protector, Super Protector, Contra. Das Einzige, was jetzt hier neu ist, man kann noch, hat man gerade gesehen, einen Schuss. Man kann von jeder Waffe, man hat Streuschuss, Maschinengewehr, Laser, Elektro-Dings, Malwaffe, man kann jeden Schuss aufladen. Also so ein bisschen, da kann man mit Dreieck machen. In die Risch aufladen, das sieht man auch, dass das ganz voll aufgeladen ist oder einfach nur so ein bisschen aufladen und schießen. Okay. So, jetzt hier, dass mir zwei Leute da ausgesucht hat, das ist egal, wen ich mir holt. So, jetzt hat sie jetzt quasi hier einen Sheet benutzt. Und vor allem, da stand im Internet drin oder sonst wo, ja, man muss während eine Tastenkombination Jump, also springen, also mit X. Der wird gar nicht gehen. Da habe ich schon immer irgendwo anders geguckt. Ganz am Ende vom Video kommt ja auch, habe ich noch 3 Screenshots dabei gemacht. Das ist das Original mit den Sheets und der Liste. Die habe ich schon irgendwo gefunden. Und dann muss man halt R1 machen. Also wie man hier mit R1 kann man während dem Gehen, also man bleibt dann stehen. Da kann man in jede Richtung zielen, ohne dass sie sich bewegt. Look heißt er. Ja, Look. Da muss man halt drücken. Ja, gut, bis ich erstmal drauf kam. Und zuerst standen die Sheets nur da für PC-Version, das ist aber Schwachsinn, da klappt die auch. So, und hier ist der einzigste Level 6, der hier so, vertikal, horizontal, also der hier so nach oben geht halt. Auch ziemlich schwer, dafür habe ich schon längst gebraucht. Das ist auch der einzigste Level, wo man langsam machen muss, aufpassen muss. Weil bis man da zum Checkpoint kommt, dauert und man stirbt ziemlich schnell. Also hier muss man auf jeden Fall langsam machen, in anderen Levels so irgendwann noch, da läuft man irgendwann durch, man kennt das ja. Man muss ja nicht jeden töten, aber hier wird besser, hier im Level. So, die Endgegner sind natürlich sau schwer. Ich zeige jetzt, da kommt doch gleich noch ein oder zwei. Diesen, ja, eben kam ja schon einer. Ja. Ziemlich schwer, oft gestorben, vorher aufgeregt, aber ja. Wenn man eben im Checkpoint wieder anfängt, ist das ja in Ordnung. So, hier, durch die Sheets kann man machen, dass man 40 Leben kriegt. Oder Levelauswahl halt. Die kann man hier im Titelbildschirm eingeben. Aber da muss man immer wieder ein New Game machen. Also mit dem vorhandenen Player, wo man gerade hier schon bei Level 6 war, man kommt nicht weiter oder so. Wenn man zu schlecht ist oder was weiß ich nicht. Wenn man nur viel Leben hat, da geht nicht. Man muss dann immer wieder ein New Game machen, aber keine Levelauswahl machen. Und selbst wenn eine Levelauswahl macht, hier direkt Level 7, egal welches Schwierigkeitsgrad, easy, normal, hart. Aber zuerst muss man auf easy machen, dann auf normal, dann wird hart erst freigeschaltet. So wie jetzt hier, habe ich direkt Level 7 gemacht. Macht man einfach den Level, in der Mitte ist ja ein Speicherdingspunkt. Und dann kommen halt mehrere Entgegner hintereinander. Alles egal, dann ist halt dann durchgepackt, das zählt als komplettes Durchspiel. Einfach nur Levelauswahl gemacht, Level 7, zack. Und dann hier fett Leben am besten. Und ja, und dann das zählt dann als durchgezockt halt. Und ja, eigentlich müsste man auch zweimal hintereinander mit derselben hier Einstellung packen. Da kann man ja wohl auch dann den Trick da machen halt. Ja. Hat auf jeden Fall nie reagiert. Ich habe zweimal so komplett von Anfang an gemacht. Hat auch nicht geklappt. So, dann muss man auch hier, warte, 500.000 Score-Punkte kriegen. Ich glaube, auf 8 hatte ich mal 370 oder so jeden Level gemacht. Naja, keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Wahrscheinlich, weil ich darauf gestorben bin, aber obwohl ich ja schon hier falsch Leben hatte. Das ist ja klar, erzählt als Ranking, dass ja, das schlechter wird, aber am besten stört man gar nicht. Müssen wir auch für eine Trophäe komplettes Spiel packen, ohne zu sterben, aber wahrscheinlich können wir auch die 7 direkt hier Level was machen. Weiß ich nicht, was erzählt.
kann er Fahrt auch packen, ohne nicht continuous, ohne ein Leben zu verlieren halt, gell? Also zu verlieren, ja. Das ist schon krass, weil passiert immer irgendwas, selbst hier, wenn man an einer gewissen Stelle einfach am Laufen ist, kann man ungefähr machen, dass es immer gleich, auch wenn man kaputt geht, dass es immer gleich hier so ungefähr aussieht, fast. Also, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwann nicht direkt losgegangen bin und dieselben Aktionen gemacht hat an irgendeiner Stelle. Ist mir aufgefallen, dass noch einmal mehr Gegner kamen oder irgendwas, aber hier an so Stellen kann man schon gut verkacken. Ja, wenn man da ein bisschen irgendwie gerade ein bisschen wartet oder irgendwas, dann ist das schon, ja, ist ein bisschen schwieriger, weil Gegner an einer anderen Stelle sind und so weiter. Ja, Fallen gibt es auch. Und, ja, auf jeden Fall hier sieht ziemlich cool aus. Der Hintergrund ist spektakulär, ja. Für mich ist spektakulär. So. Und hier ist dann das Spiel, das ist die Stelle, so ungefähr. Der Aufzug des Todes. Ja. Und keine Sorge, oben da die goldenen Dinger sind mein Leben. Je nachdem, was für ein Typ man hat. Ja, Robert, das selber sehen die Punkte anders aus, ist egal. Wie da schon eher eingestellt, fürs Leben habe. Und selbst wenn man jetzt hier, hier ist quasi jetzt hier der letzte, so ungefähr. Selbst wenn man da dann irgendwann stirbt, fängt man wieder mit, man fängt auch immer wieder dann auch selbst mit dem Trick, der ist dann eingestellt, immer quasi, dass man direkt mit 40 Leben auch wieder beim Checkpoint wieder, ja, wieder mit 40 Leben startet. Ja, ab und zu geht man ja kaputt. Und ja, man hat dann aber wieder 40 Leben, also quasi. Quasi hier die letzte Welt, hier irgendjemand, der hier Level 7 das erste Mal macht, der wird wahrscheinlich gut einige Leben verbraten. Dann kommt er hier ungefähr hier bei der Stelle hier an, so ungefähr, wenn Glück hat. Und dann natürlich die letzten zwei Leben weg. Ja. Ärgerlich, aber ist ja egal. Fängt dann mal Aufzug dann wieder an. Auch ohne, na gut, das ist eine Asi-Stelle, aber irgendwann hat man die Dreh raus und hat man wieder 40 Leben. Deswegen. So, und hier ist jetzt hier die zweite Form. Phase vom Endgegner und jetzt sogar hier sogar die dritte. Wie gesagt, manche Endgegner haben mehrere Phasen. Und danach kommt dann noch einer, der allerletzte. Oder also der allererste, wer weiß, ne, darf ich nicht verraten, so weiß ich nicht. Ja, die Augen. Und hier ist noch auf Easy. Auf 8 haben die eine größere Reichweite von den Schüssen, mehrere Schüsse schneller. Halt mehr aus, kommen noch Gegner zwischendurch oder so ein Scheiß, also sind schon erfacht, war schon krass. Da ja, war aufgeladener Strohschuss, Streu. So, bei Augen kaputt. Zack. Ja, jetzt müssen noch hier ist was die Schieß kommen. So, jo, so hier bei Super Cyborg. Ja, hier sind quasi Schieß. Keine Sorge, mitgearbeitet PS4-Version. Keine Trophäen oder so abgezogen oder so was. Die können wir alle benutzen. Man kriegt trotzdem Trophäen. Da im TT-Bildschirm, da eingeben. Da 40 Leben. Plus danach muss man direkt ein neues Game anfangen, also ein neues Spiel. Und hier bei Level Select muss man auch ein neues Game anfangen. Alter, da kann man schon sehen, dass man Level aussucht und dann halt neues Game und dann fertig, neues Spiel, fertig. So, und das hier kann man Pause machen für alle Waffen. Kann man sich aussuchen, dann halt während Pause-Menü halt Pause drücken, denn hier also, man muss alles da schnell drücken halt. So, und die Sheets bekommt man auch automatisch. Zweimal das Spiel auf 8 durchpackt. So, ist ja eigentlich kein Problem. Hier, fertig Leben eingeben, dann Level Select. Dann kann man sogar auf 8 machen. Und dann wird auch das erste Mal auf 8 auch durchgepackt. Ja. Oder auf normal, auf easy. Ja, für die ganzen Trophäen langt das halt. Ja, und bei mir bei der Konsole irgendwann. Ja, manche 1-2 Trophäen haben nicht reagiert. Halt, ja, gut, meine PlayStation ist schon so alt. Pfeift immer da rum. Gut, vielleicht deswegen. Ich weiß nicht. Muss man manchmal den Spielstand löschen. Nochmal neu irgendwas machen halt. Also ist das halt bei der PlayStation von mir. Wenn das erste Spiel, wo es ist, also uns auf jeden Fall hier so die Tricks hier klappen. Ich habe sogar im Internet nachgeguckt gehabt. Und es steht da vor allem, steht da hier als anstatt
Ja, eins stand da Jump. Also man kann nicht hier X drücken, also Jump. Danach geht man aus dem Menü raus, gell? Also, na, irgendwann habe ich eine richtige Seite gefunden, da stand da hier R1, also Look. Da habe ich mir selber geguckt. Aber ganz am Ende, wenn man Fachdurchpackt, kriegt man auf jeden Fall auch hier so ein Bild. Da kann man als Screenshot benutzen. Und dann wäre es auch quasi richtig. Na egal, so genug hier von den Tricks. So, ja, viel Spaß dabei und ja, alles cool. So, ja, also geht hier weiter hier. So sieht es aus, wenn man auf Easy durchpackt. Da kriegt man halt den Menschen, so auf Normal, hier Musik, Dings, das Menü. Ja, und dann ist auch hart erst freigeschalten, so sieht das Original halt aus. Ja, woher ich die Tricks auch hab, halt quasi. Ja. Kommt aber am Ende auch nochmal, drei Screenshots, 5 Sekunden am Ende auch nochmal, so. Naja. Ja, so, hier jetzt die Abdingsungssequenz halt. Abspannen. Cool, mehr durchgepackt. Ja, cool. So, und hier ist ja auch das Real Ending. Also auf normal, auf easy, auf normal kriegt man das Ende jetzt nicht. Da muss man extra auf hart jetzt durchpacken. Also hier das Ende schon, aber jetzt der kommt noch ein extra Video, Sequenz, Ende kommt jetzt noch, wo alle Endgegner zeigen, aber nicht in jeder Phase, nicht in jeder Form. Sind nur Standard halt Versionen. Sag ich mal, der eine Endgegner hat ja drei, vier Phasen, dann sieht der anders aus und weiter. Die zeigen immer nur die erste Version quasi. So. Ja, müsste so kommen. Ja, also und man kann ja hier noch, der eine trägt da Waffenauswahl, kriegt einfach Start während dem Spielen, also Pause. Dann die Kombination angeben, man muss die auch alle von den ganzen Tricks, die muss man alle sehr, sehr schnell drücken, gell? Also. Kein Wunder, wenn das mal ein, zwei, drei Mal nicht funktioniert oder so. Irgendwann hat man das auch raus. Und dann kann man sich quasi die fünf Waffen aussuchen, die man hat. Ja, D ist quasi die Normalwaffe. E Elektro, L Laser, S Streuschuss und M Maschinengewehr. Ja. Da kann man auch jedes Mal machen. Also macht man einmal während dem Sprung. Oh ne, die Waffe war schlecht. Macht man schnell eine andere oder direkt, wenn man schon kaputt ist. Leben verloren hat. Man ist noch nicht mal auf der Bildschirmfläche, da kann man direkt schon Start drücken, das eingeben, das hat man direkt, wenn man aufsteht quasi. Ja, so. Ah ja, es kommt noch hier, werden noch die Endgegner noch gezeigt.
Ja, das war dann jetzt hier. Wie gesagt, coole Gegner, coole Endgegner, alles cool. Cooles Spiel, definitiv. Wie gesagt, für 7 Euro habe ich gerne dafür ausgegeben. Und ja, hier kriegt man nur noch Score nach jedes Mal, wenn man abgeschlossen hat. Wie gesagt, 500.000 muss man erstmal hinkriegen. Das hier zählt jetzt nur für das eine Level, aber das, wo ich eben hatte. Man muss von Anfang an immer spielen für die Punkte und so weiter. Egal, also das war hier mit Daumen hoch. Hat mir gefallen, mit Liken nominieren. Und ja, können ruhig mehrere Super Cyborgs rausbringen. Ja, gefällt mir. Würde ich alle kaufen. Ja, Daumen hoch. So, euch noch einen schönen Tag und dann bis nächstes Mal wieder. Tschüss, hier Party mit. Bis dann.